Geballte Schönheit gibt's in den kommenden Tagen in Bozen zu sehen. Und beim Soft Opening im Hotel Laurin nutzten die politischen Vertreter der Stadt die Gelegenheit, sich in diesem Glanz zu sonnen. Gekommen sind jene, die gemeinsam das erste Fashion Week in Bozen auf die Beine gestellt haben, beziehungsweise stellen werden. Es war eine sehr große Herausforderung, eben die Geschäfte im Zentrum zu motivieren. Einige waren sofort dabei. Und natürlich freut es uns auch, wenn wir in einer nächsten Edition vielleicht noch mehr Geschäfte finden und in dieser Form alle beteiligen können. Bleiben wir bei Edition 1. An 4 Tagen werden 15 Modeschauen plus Styling-Shows stattfinden. Was gibt's denn da zum Beispiel zu sehen? Eine besondere Designerin ist die Daniela Windisch aus Zone Meran. Und die macht mit allen möglichen, von Kaffeetabs bis Fahrradschläuche, Schmuck und Kleidungsstücke. Also wirklich einzigartige Stücke, die natürlich heuer erstmals auf der Bühne präsentiert werden dürfen. Hier und da ist Ausgefallenes also erlaubt, und Couture ansonsten jedoch Mangelware. Der Normalbürger würde die Dinge selten und nie anziehen. Und deshalb ist alles irgendwo auch auf den normalen Zuschauer fokussiert. Die aktuellen Trends, darunter nicht nur Mode, sondern auch Accessoires wie Taschen, Schuhe oder Brillen, werden auf einem Laufsteg präsentiert, der sich sehen lässt. Es ist ein 15 Meter langer Laufsteg, der ist rund um den Walterplatz aufgebaut oder vielmehr rund um der Walterstatue. Und lasst euch ein bisschen überraschen, ein bisschen Spannung braucht es ja. Übrigens gibt es für Jungdesigner einen ganz besonderen Anreiz in Form eines Awards. Luis Trenker hat sogar einen eigenen Award gemeinsam mit unserer Agentur erfunden, und zwar für Jungdesigner. Das ist der Luis Trenker Award. Er bietet 4 Südtiroler Jungdesignern die Möglichkeit, ihre Kollektion zu präsentieren und die große Bühne für sich zu nutzen. Oder sagen wir, nutzen zu lassen. Von sage und schreibe 45 Models, die für das erste Mercedes